Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Soma. Wir befinden uns momentan in einem, ja, verschollenen, runtergekommenen Schiffswrack und versuchen hier eine Rettungskapsel, die noch intakt ist, zu finden. Leider treibt sich hier so ein Elektromonster herum und macht uns gerade massiv das Leben schwer. Schauen wir mal, ob wir das Ding irgendwie austricksen können und in die Irre führen. So wie es aussieht, scheint das nämlich uns hinterhergelatscht zu sein. Es zuckert nämlich bereits schon wieder. Wie man sehen kann. Naja, ich versuche jetzt mal vorsichtig, entspannt da lang zu kommen. Und es vielleicht zu schaffen, das Vieh zu ignorieren. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wir sind leider schon etwas angeschlagen, deswegen sehen wir so hässlich aus. Okay, hier in dem Raum ist leider gar nichts. Nicht mal so eine Pflanze vielleicht zum Heilen? Leider nein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wie kann mich das gesehen haben? Das Vieh ist überall, ey. Ich weiß echt nicht, wie wir daran vorbeikommen sollen. Scheißegal, wo ich hinlatsche. Jedes Mal taucht das Kackvieh wieder auf. Vielleicht müssen wir auch einfach stumpf vor dem Teil davonlaufen und können uns gar nicht verstecken. Das kann durchaus sein. Ich warte jetzt noch mal kurz einen Moment hier. Und dann rennen wir einfach mal ein bisschen. Oh, es kommt wohl näher. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Eigentlich dürfte mich das hier in dieser dunklen Ecke gar nicht sehen. Ne? Aber irgendwie, wenn man es anstarrt, scheint es einen trotzdem zu sehen. Also man muss wohl weggucken. Voll das Game von mir, voll das Gameplay. Ich sitze in Engen und hoffe, nicht von Elektromonstern verfolgt zu werden. Dieses ist wieder in der Nähe, sonst würde das hier nicht so zuckern. Oh nein, es kommt auch noch hier rein. Also man darf es nicht ansehen. Wenn man es ansieht, schnallt es das wohl. Jetzt müssen wir kurz warten, bis sich die Situation beruhigt hat. Und dann rennen wir einfach mal weg. Ja, das ist dann die zweite logische Konsequenz, die wir daraus ziehen können. Wir müssen mal rennen. Ne? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie das Schiff aufgebaut ist, wie das hier aussieht. Also wo soll ich hinrennen? Ne? Wir versuchen es einfach mal. Mehr als, dass wir nochmal einen auf das Fressbrett kriegen, kann ja nicht passieren. So, es scheint wieder ruhig zu sein. Wir drehen uns mal vorsichtig. Es scheint weg zu sein. Okay, lass es uns einfach mal versuchen. Ich habe keine andere Idee. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Laufen, 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 laufen. Rennen einfach mal los. Jetzt einfach hier in die dunkle Ecke und erstmal warten. Oh, dunkle Ecke, dunkle Ecke. Ich bleib in der dunklen Ecke. Alles cool. Kurz mal abwarten, bis es wieder weg ist. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir uns denn hier hinten ein bisschen in Ruhe umsehen können. Ohne, dass das Vieh direkt gleich jedes Mal hinter der nächsten Tür steht. Ja, weil bis jetzt ist es immer so, das ist einmal weg. Dann denkt man sich, okay, es ist weg, jetzt können wir ein bisschen entspannt rumlatschen. Und bam, sofort ist es wieder da. Ne? So, es scheint jetzt aber weg zu sein. Ich drehe mich nochmal vorsichtig. Aber das gibt's doch nicht, jetzt ist das in dem Raum. Leute, was soll ich denn hier machen? Verdammt nochmal, das Ding ist überall. Also wieder in die dunkle Ecke gucken und warten. Oder vielleicht muss man echt irgendwo hinrennen. Ich habe eine Tür zum Öffnen gefunden. Scheint schon wieder zu kommen. Ich bleib mal wieder in der Ecke stehen. Das ist ja ganz in der Nähe auf jeden Fall. Ey, das freakt mich so aus. Ohne Scheiß, Leute. In den Dingern ist nichts drin. Und es scheint gleich da vorne bei der Tür zu stehen.
Ja, es wird schlimmer. Aber es kann wohl keine Türen öffnen, so wie es aussieht. Also es steht wohl vor der Tür. Es kommt hier wohl nicht rein. Oh, scheiße. Ich guck mal ins Nichts. Und hoffe, es sieht mich nicht. Das kann also nicht vorgesehen sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache irgendwas grundlegend verkehrt. Ja, das war bis jetzt ja noch nie so schlimm, aber das Vieh ist ja überall. An jeder Ecke, wo ich hinrenne, läuft dieses Teil rum und will mir sofort aufs Fressbrett hauen. Ja? Soll ich jetzt einfach mal wieder rennen? Das Problem ist, wenn man einfach nur durch die Gegend rennt, hat man auch keine Ahnung, wo man ist. Aber ich mach das jetzt einfach mal. Scheiße, 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 da ist es. Richtig kacke und der Raum ist... Oh, fuck. Ich renne einfach mal weiter. Einfach rennen, rennen, rennen. Scheiße, und die Ecke hier ist hell. Fuck. Okay, in die Ecke. Die Ecke ist dunkel. Die Ecke ist dunkel. Ich bleib hier. Bleib einfach hier und hoffe, dass es mich ignoriert. Und dann, wir machen das weiter so. Ich renne einfach weiter durch die Gegend. Das ist besser. Ich habe nur leider so überhaupt keine Orientierung. Wir machen einfach auch mal die Taschenlampe an, weil es scheißegal ist. Und dann rennen wir so durch die Gegend, bis wir einen Ort von Interesse gefunden haben. So. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich drehe mich nochmal wieder um. Vorsichtig. Ängstlich. Also schon wieder in der Nähe. Hat schon wieder keinen Sinn. Oh, holy shit. Da wäre ich mal gerne hingelatscht. Aber da komme ich nicht hin. Er steht immer da, wo es mich eigentlich interessiert, hinzugehen. Jetzt bin ich wieder im Anfangsraum. Das ist doch scheiße. Wir müssen irgendwie hier hinten lang. Da müssen wir hin, da wo dieses Ding ist. Das heißt, wir müssen eigentlich einmal nur rein und sofort hier durchdrehen. Weil das ist der Raum, der uns interessiert. Ne? Okay, ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal mit Rennen. Das Vieh scheint mit Absicht so positioniert zu sein, dass wir nicht dahin können, wo wir eigentlich gerne hin wollen. Wir müssen das erst irgendwo hinlocken. Und das Problem ist, dass das uns... Oh, scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. So, vielleicht haben wir es... Nein, guck, es bleibt felsenfest da in diesem Raum stehen. Tür zu. So, wir sind in einem interessanten Raum. Jetzt mache ich hier... Ich stelle mich hier ins Dunkel. Ich hoffe kurz, es kommt nicht. Denn da hinten ist so eine Heilpflanze. Somit haben wir erstmal irgendeinen Safe Harbor entdeckt. Hier ist es nicht unsicher, ja. Hier können wir bleiben. Jetzt warten wir kurz, weil hier zuckert wieder alles. Entspann dich, Junge. Ich stehe hier in der dunklen Ecke. Du haust jetzt einfach wieder ab und dann haben wir einen Raum mal gefunden von Interesse mit so einer Pflanze drinne. Ja? Da können wir uns wenigstens erstmal wieder heilen, dann kurz zur Ruhe kommen und dann rennen wir einfach weiter in die Richtung. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ne? Sollte noch jemand dieses Spiel spielen, könnt ihr mir mal bitte gerne in die Kommentare posten, ob ich irgendwas nicht verstanden habe oder ob das Aua tatsächlich so aussehen soll. Sieht er mich jetzt oder was ist los? Ich stehe doch extra in der dunklen Ecke. Ich duck mich. Die Ecke scheint nicht dunkel genug zu sein, habe ich das Gefühl. Fass erstmal die Pflanze an. Wäre geil, wenn er an diesen Punkten auch zwischenspeichern würde. Batnu. So, sonst scheint hier nichts zu sein in dem Raum. Leider. Und wir müssen jetzt leider wieder da raus. Und dann eigentlich in diese Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Aber das, ich habe so keine Orientierung. Wird also interessant. Aber ich würde sagen, wir machen einfach die Tür auf und dann raus, ne? Es zuckert auch schon wieder. Insofern ist das Vieh immer noch da. Rennen wir einfach in diese Richtung und hoffen das Beste. Mehr fällt mir nicht ein. Machen wir ganz langsam und vorsichtig die Tür auf.
Okay, doch nicht langsam, hat keinen Sinn. Fuck. Scheiße. Wir sind richtig und jetzt müssten wir irgendwo hin, um uns zu verpissen erstmal. Wir sagen hier hin. Ich kann hier keine Tür zumachen, das ist scheiße. Hier ist Licht. Also die Tür habe ich irgendwie aufgekriegt. Scheiße, das Vieh ist nur leider hier. Das ist schlecht und hier ist es zu hell. Ah, warte. Nein, komm schon. Die Tür geht nicht zu. Fuck, ich versuche mal, ob er das rafft hier oder ob das dunkel genug ist, aber wahrscheinlich nicht. Mist, wir waren so nah, ey. Die Tür ist doch schon da. Ich versuche mal, ob das geht. Aber wahrscheinlich wird das nicht reichen. Das ist zu hell hier drin. Das haben sie mit Absicht gemacht, die Schweine. Und die Tür geht nicht zu. Komm schon. Ah, er scheint wieder wegzugehen. Es entspannt sich ein bisschen. Boah, Gott, ey, das ist aber auch anstrengend. Ich sag euch das. Man kann entspanntere Sachen daddeln, das sag ich euch. Ich bleib erstmal hier nochmal stehen. Das Problem ist, jetzt sitzt er da in dem Gang und ich muss da ja hin, weil da die Tür ist. Ne? Wie soll ich durch die Tür kommen, wenn das Vieh direkt im Gang steht und darauf wartet, dass ich da hingehe? Was ist der Plan? Ne? Was ist der Plan jetzt? Ich warte mal noch einen Moment. Können wir mal die Schubladen noch auf und zu machen, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Sieht aber nicht so aus. Natürlich ganz leise und vorsichtig, damit das Vieh das nicht hört. Ist aber nichts Interessantes drin. Okay. Nicht, ey. Scheiß drauf, ey. Hoch die Leiter. Jawoll! Fick dich, du Drecksau. Oh. Das scheint zu klappen, denn hier oben kann er nicht hin. Oh, und er speichert auch erstmal zwischen. Wir haben irgendeinen Savepoint erreicht. Ich habe die Leiter gerade nicht gesehen. Oh, wie geil. Oh. Nur ist die Frage, jetzt ist die Tür denn unten jetzt auch wirklich offen? Das habe ich keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe da zwar dran rumgedreht, aber ob die jetzt aufgegangen ist, I don't know. Müsste man theoretisch nochmal prüfen, ne? Ich habe ein bisschen dran rumgedreht, aber so wirklich hundertprozentig offen. Jetzt sag mir nicht, hier ist gleich das nächste. So, ich gucke jetzt nochmal nach unten. Vielleicht hat sich das Vieh jetzt frustriert verpisst. Es hat ja zwischengespeichert. Im Grunde kann nichts schief gehen, aber irgendwie darf man wohl nicht mehr runter. Ich weiß es nicht. Oh, das ist auch ein Spiel, du meine Herren, du meine Herren. Versuchen wir das jetzt nochmal oder machen wir erstmal hier oben weiter? Ich habe keine Ahnung, weil wahrscheinlich müssen wir erstmal durch diese Tür. Ich weiß nicht, oder wir können hier erstmal weitergehen. Ja, da gibt es Speichert, was soll's. Mehr als, dass wir irgendwas versauen, kann ja nicht passieren. Gott, ist das... Ne? Ich sag da nichts zu. Die Tür geht zwar auf, aber... Mach das mal weg hier, das sieht schon so aus, als wäre da irgendwas versteckt. Ist aber nix. Wie unhöflich. Ja, da mache ich mir schon die Mühe, die Scheiße durch die Gegend zu räumen. Ist da nicht mal was drin. So. Erstmal gucken. Ich sag euch, hier läuft noch so ein Vieh rum. Hundertprozentig. So einfach machen die mir das nicht. Jetzt gucken wir erstmal in die Richtung. Okay, dann können wir in die Richtung nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall eine Tür, die man schieben kann. Da sehe ich bis jetzt auch nur Toilette. Das ist auf jeden Fall so ein perfekter Ort, wo man dann sagen kann, mach die Tür zu und dann verstecke ich mich hier. Schön den Klodeckel hoch. Kann ich irgendwo spülen oder so? Wer unter Wasser? Was ist denn mit dem Klo los? Das ist so ein bisschen arg seitlich, ne? Nein, oder? Zuckert hier irgendwas? Habe ich das gerade zuckern gesehen? Bitte nicht.
Lass mich doch mal gerade 5 Minuten entspannen, nachdem ich hier so viel mit dem Vieh rumgerannt bin. Das war furchtbar. Wir gehen einfach erstmal weiter. Das ist eine dunkle Ecke, da kann man sich verstecken. Wo führt das denn hin? Emergency Shuttles. Sieht gut aus. Hier ist wieder so ein Fernseher. Fernseher verheißen nichts Gutes. Ich gehe erstmal zu den Emergency Shuttles, ich sag euch das. Yo, das sieht doch gut aus. Ich hoffe, bitte. Oh oh. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. Mm-hmm. We need to get out of here. I know. I'm going. Und es zuckert auch schon. Das, ihr wisst, was das bedeutet. Krieg ich mein Omni-Tool nicht mit, oder was? Na, genial. Oh, Mann. Das ist jetzt schon am Wackeln. Super, ey. Ich hätte ja echt so gerne so einen Quick-Save-Button, dass ich jetzt sagen kann, jetzt mal bitte speichern, weil jetzt müssen wir vermutlich... Was, wofür war denn unten auch das Drehrädchen? Was habe ich denn damit gedreht? Wahrscheinlich müssen wir da hin. Weil wir waren ja gar nicht in dem Raum drin. Wir haben das zwar aufgedreht, aber mehr ist nicht passiert. Aber wir sollen in den Engineer Room, hat sie, glaube ich, gesagt. Ich rede nochmal mit ihr. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Ja, wo soll ich denn hin? Convince the ship that this is an emergency. Ja, und wo? Convince the ship that this is an emergency. Mehr kriege ich aus hier nicht mehr raus, Leute. Sorry. Okay. Warum? Wir convinzen jetzt das Ship, dass das ein Emergency ist. Okay? Alles cool. Alles wird cool. Hier fliegt so ein bisschen Klamotte rum. Aber hier kann man sich auf jeden Fall verstecken, sollte das Vieh wieder hinter einem her sein. Hier ist es ganz entspannt und ruhig und dunkel. Das ist gut. Oh oh. Wo wir davon sprechen, ich bleib mal gerade hier sitzen, denn es macht gerade seine Runde und taucht hier wohl gleich auf. Bleibe ich doch hier einfach bei den ungetragenen und ungewaschenen Unterhosen hängen. Für ein paar Minuten. Und dann schauen wir, ob wir einen anderen Weg finden. Also vermutlich müssen wir hier auch rumrennen wie so ein Vollhorst und ja, schauen dann mal, was passiert. Oh ja, es ist ganz nah, es ist ganz nah. Es hat uns erschnuppert. Ach komm, hier ist es so dunkel, das kann uns doch hier nicht sehen. Komm schon. Wenn der mir jetzt einen von Latz haut, dann wäre er böse. Hallo, ich bin komplett versteckt und geduckt. Hinter der fliegenden Unterwäsche, wie kann er mich sehen? Komm schon, hau ab. Hau ab! Ich will mich noch nicht umdrehen, es ist noch nicht an der Zeit, sich umzudrehen. Ja. Es scheint sich davon gemacht zu haben. Ja, warte. Ich glaube schon, aber da der Part jetzt gleich zu Ende ist, würde ich sagen, in den letzten paar Sekunden werden wir nicht nochmal einen neuen Run versuchen. Wir bleiben jetzt erstmal kurz hier stehen. Ich mache hier einen Break. Und im nächsten Part rennen wir dann wieder wie den Bekloppter durch das Schiff, pissen uns in die Hose und versuchen irgendwie eine Möglichkeit zu finden, während wir laufen, das Schiff davon zu überzeugen, dass es ein Notfall ist. Und nachdem uns das gelungen ist, wird es noch viel geiler, weil dann müssen wir zurück zu den Schleusen finden, wo dieses Emergency Shuttle ist. Ist das nicht toll? Ich freue mich auch schon. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.